und den Schlussgang beschreiben Sie mal kurz. Ist alles so aufgegangen, schlussendlich, wie Sie wollen, oder ist es anders gewesen? Ja, es ist sicher, sicher aufgegangen. Also, eben, ich wusste, wir müssen schwingen. Der Meto wird es sicher probieren. Also, muss ich sicher auch probieren, weil eben für das Publikum ist es nicht so spektakulär, wenn der eine nur verhält und der andere zieht nur. Und ich wusste, man muss schwingen, muss probieren. Es kann so, wir nehmen natürlich eine Niederlage vielleicht auch in Kauf, aber wir probiert und es hat geklappt. Und was will man noch mehr? Ja, sicher. Es ist sicher eine Genugtuung, hier heute den Applaus zu sehen am Oberaargauischen Schwingfest mit einem ziemlich starken Teilnehmerfeld. Vor einer Woche hat es nicht geklappt beim Emmentalisch, Ihren Schlussgang gegen zu bezwingen. Was war das Rezept heute? Ich weiss es selber nicht. Ich wusste, wir müssen schwingen, wir müssen probieren. Und dann habe ich mal etwas probiert. Und ich glaube, es ist relativ gut hinten nachgegangen und dann so am Boden können bezwingen. Es ist immer schwierig, wenn man einander so gut kennt wie dir, der Sempach, Matthias. Es war noch ein bisschen Revanche für das Kantonale, das ihr im 2010 gegen Meto verloren habt. Ja, Revanche kann man dem, glaube ich, nicht mehr sagen. Das sind 2 Jahre. Und, aber das ist sicher genug für mich selber, für das Selbstvertrauen, gegen einen so starken Sempach, Matthias, zu gewinnen. Im ersten Rang Stoppi Christian Police. Die anderen Mannschaft der Maschine und Pass von